Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Vorfeld des Relegationsrückspiels. Stattfinden wird das Spiel am kommenden Sonntag, den 31.05.2015 um 14 Uhr hier im Schwalbach Hessenschneider. Ich darf auch ganz herzlich unseren Cheftrainer Rico Schmidt begrüßen. Herzlich willkommen. Servus. Und von Seiten der Mannschaft Klaus Söller, natürlich ein herzliches Willkommen. Vielleicht vorab noch die Information an die Fans, dass wir das Stadion bereits wie bei ausverkauften Spielen üblich schon um 12 Uhr öffnen werden. Deswegen sind alle gebeten, bitte frühzeitig zum Stadion zu kommen, schon ins Stadion zu gehen, um die Einlasssituation ein wenig zu entspannen. Ja, Klaus, ihr habt am Mittwoch 0-1 verloren, habt aber jetzt die Möglichkeit, alles wieder rauszureißen hier zu Hause, das Spiel aufzuholen. Wie sehr juckt es euch jetzt in den Fingern schon rauszudürfen und das Ganze aufzuholen und die Niederlage auch am Mittwoch wieder wettzumachen? Also ich glaube, die Mannschaft ist sehr heiß. Wir wollen ein besseres Spiel zeigen als am Mittwoch. Deswegen sind wir auch so heiß, denke ich mal, um den Rückstand wieder gerade zu biegen und dann halt als Gewinner der zweiten Partie und als Meister der Regionalliga Südwest aufzustellen. Was habt ihr euch denn für die Partie vorgenommen? Wie wollt ihr auftreten? Ja, wir wollen eigentlich aufgehen wie immer in unseren Heimspielen. Wir wollen mehr an unserer Linie festhalten, von der wir am Mittwoch etwas abgekommen sind. In der ersten Halbzeit, wir wollen Fußball spielen, das ist unsere Stärke und wir werden es den Magdeburgern sehr, sehr schwer machen, kann ich nur sagen. Ja, danke dir erstmal. Herr Schmidt, wie schaut denn die Stimmung jetzt aus vor dem Spiel am kommenden Sonntag in der Mannschaft? Eine positive Grundstimmung und das, was die Mannschaft in den letzten anderthalb Jahren enorm ausgemacht hat, sie ist sehr selbstkritisch. Selbstkritisch mit Dingen, was nicht so gut funktioniert hat, was gut funktioniert hat. Das war schon zu spüren, auch am Mittwochabend, ob das dann beim Kabinengang war, nach dem Spiel, beim Essen, ob das im Bus war, in den Gesprächen, die ich so ein bisschen mit wahrgenommen habe, in den individuellen Gesprächen, die wir gestern schon geführt haben, mit den Jungs auch untereinander selbstkritisch, positiv orientiert nach vorn auf den Sonntag. Das ist ein schönes Finale und da freuen wir uns alle darauf, wohl wissend, dass wir auf den Gegner ja treffen werden, die Kompliment von meiner Seite her am Mittwochabend punktgenau eine Punktlandung hingelegt haben, von der wie sie gespielt haben. Und wie sie das Spiel angenommen haben zu Hause, wie sie aufgetreten sind, unser Gegner, und das Spiel dann im Strich gewonnen hat mit nur 1:0. Und das nehmen wir ein Stück weit mit für den Sonntag. Ein Regisseur, ein Drehbuchautor hätte es nicht besser schreiben können, dass der Sonntag, der 31. Mai, schlussendlich die Dramatik geht in die Spitze und ab 14 Uhr geht es hier los. Wir wollen eine gute Leistung, eine sehr, sehr gute Leistung, eine Topform-Leistung nochmal abrufen. Davon bin ich überzeugt, dass das die Jungs, die Mannschaft, alle gemeinsam am Sonntagabend, am Sonntag hinbekommen. Und dann schauen wir mal, wer dort am Ende mit dem Siegerlächeln vorbeigeht. Ja, das war das Spiel am Mittwoch sehr robust und kampfstark. Sicherlich hat der ein oder andere leichte Blessur davon getragen. Wie schaut denn die Personalsituation aus? Sind alle fit für den Einsatz am Sonntag? Ja, es war ja für beide Mannschaften ein sehr intensives Spiel. Hohes Tempo gegangen, ein Topspiel der Regionalliga, fast, nicht nur fast, sondern schon auch Drittliganiveau gehabt. Von der Intensität kann nur mitgeben, dass natürlich ein gewisser Kaputtheitsgrad vorhanden ist, logischerweise. Dann noch mit der Rückfahrt. Aber jetzt sind wir wieder auch in unseren normalen, gewohnten Abläufen. Das wird sich auch bis Sonntag nicht ändern. Wir haben Stand heute alle Mann an Bord. Es ist keiner verletzt, schwerer verletzt aus dem Spiel rausgegangen, sodass wir auch am Sonntag mit unserem besten Aufgebot antreten können. Gut, dann danke Ihnen erstmal. Gibt es dann von Ihrer Seite aus noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Vielleicht mal, Herr Schmidt, auch an Sie die Frage. Gleich nach dem Spiel waren ja die Emotionen auch bei Ihrer Mannschaft, auch bei Ihnen, relativ kämpferisch. Ja, da hat man gleich gemerkt, okay, das war jetzt hier irgendwie nicht so gelaufen, wie wir das wollen. Es soll bitte schön anders werden.
Jetzt wirken Sie schon ein bisschen gefasst. Wie haben Sie die Emotionen von Abpfiff jetzt rüberretten können? Oder ist richtig schon? Ja, ist ja, haben wir keinen Rettungsring. Wir wissen, was wir tun. Und natürlich waren wir auch die Trainer ein Stück verärgert, auch enttäuscht. Das gehört auch mit dazu. Man will sein Spiel gewinnen, auch in sein Auswärtsspiel. Und da sehen wir trotzdem positiv mit, was wir gut gemacht haben am Mittwochabend. Ist ja nicht alles, weil wir verloren haben, schlecht gewesen. Viele Dinge, vor allen Dingen dann in der Reaktion in der zweiten Halbzeit, das ist wichtig, hat die Mannschaft gezeigt, was ja in ihr steckt und was sie über knapp 33 Spieltage plus Pokalspiele immer wieder auch ausgezeichnet hat. Und sind eben auch selbstkritisch, jeder Einzelne mit seiner Leistung umgegangen. Das gehört auch dazu zum Sport, um nochmal auch für sich die Dinge auch zu setzen im Kopf. Und dann geht es nach vorne. Es ist das letzte Spiel der Saison. Und da will die Mannschaft, auch der Einzelne, nochmal alles geben. Das ist ja auch so dieser finale Höhepunkt. Wir gehen raus und wollen Fußball spielen. Mit einer tollen Kulisse. Und was am Ende rauskommt, das werden wir sehen. Wichtig wird sein, dass wir eben auch so diese Leistung aufs Feld bringen. Das, was die Mannschaft ja stark macht. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite aus? Ja, vielleicht eine ähnliche Frage auch an den Klaus entsprechend. Gerade das Publikum wird ja jetzt immer zitiert, da in Magdeburg entsprechend emotional die Stimmung war, sehr aufgeheizt. Wie könnt ihr das vielleicht vor eigenem Publikum dann auch selber nutzen, dass ihr das davon profitiert? Das ist ein Heimspiel. Ja, natürlich ist es schön, wenn man die eigenen Fans im Rücken hat. Das stärkt einen auch irgendwo. Aber nichtsdestotrotz müssen wir halt unsere Leistung auf den Platz bringen, um ein Spiel zu gewinnen. Ob das auswärts oder zu Hause ist. Wenn die Leistung auf dem Platz nicht stimmt, dann kann man das Spiel auch nicht gewinnen. Und das werden wir probieren, besser zu machen. Wir werden es besser machen als am Mittwoch. Und ja, deswegen werden wir auch den Platz als Gewinner verlassen. Schon ein bisschen den Gedanken an vielleicht die Aufstiegsfeierlichkeiten verschwendet, dass man sagt, okay, wir können uns eine riesige Sause leisten, wenn wir das Spiel erfolgreich gestalten. Nee, ich denke, daran kann man auch gar nicht denken. Wir haben das Hinspiel 1-0 verloren. Jetzt haben wir die Chance, es wieder zu korrigieren. Wir wollen es mit aller Macht korrigieren und der Fokus liegt auf das Spiel, nicht was danach passiert. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite aus? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche ein schönes Heimspiel und hoffentlich einen Sieg und einen Aufstieg am Ende. Dankeschön. Dankeschön.